olympischen Rennrodeln ist der deutsche Sieg schon fast Tradition. Doch in Sotschi gibt es einen Wechsel auf dem Podest. Tatjana Hüfner schafft es nicht, ihren Titel zu halten. Dennoch, sie gewinnt Silber mit 1,1 Sekunden Abstand zur Konkurrentin Nathalie Geisenberger. Für Tatjana Hüfner Sieg und Niederlage zugleich. Das wäre mir natürlich schon lieber gewesen, wenn noch eine Goldene dabei rausspringt. Das war natürlich nicht mein Ziel, hier einen Satz voll zu machen. Aber so ist natürlich auch schön und unter den gegebenen Umständen ist es natürlich auch als ein riesiger Erfolg zu bewerten und als das Optimum, was rauskommen konnte. Und ich bin sehr stolz, dass das mit der Silbermedaille jetzt nur so geklappt hat, auch nachdem das Training ja nun überhaupt nicht überragend lief. Die Vorbereitungen für Sotschi liefen für die 30-Jährige nicht optimal. Durch einen Wechsel im Trainerstab und einen Bandscheibenvorfall musste sich Hüfner diese Medaille ganz besonders hart erkämpfen. Es war eine ständige Berg- und Talfahrt der Emotionen, der Gefühle, wie es gerade ging mit dem Rücken oder wie es gerade eben nicht ging. Und von daher war es immer unterschiedlich. Ich habe den Glauben aber nie aufgegeben, habe immer den Hoffnungsschimmer am Horizont gesehen. Und ich glaube, das ist das, was dann auch ausgemacht hat, dass ich dran geblieben bin, dass ich gekämpft habe. Und das ist der Lohn heute dafür. Nach ihrem zweiten Platz kritisiert die Sportlerin aus dem Harz unterdessen vorherrschende Strukturen. Sie fühle sich benachteiligt. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland wies die Vorwürfe unterdessen zurück.